Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema 3D-CAD-Verarbeitung für die technische Kommunikation. Mein Name ist Klaus Vossen. Ich begrüße Sie auch im Namen von Otto Salzer, der dieses Webinar heute halten wird, als der eigentliche Experte zum Thema 3D-CAD-Visualisierung und Verarbeitung. Viele von Ihnen haben es im Vorfeld gesehen, vielleicht auch schon selber sich angeschaut. Wir haben mit der CorelDRAW Technical Suite X6 bei Corel eine neue Technologie eingeführt zum Thema 3D-Visualisierung und auch Erstellung von Illustrationen aus 3D-CAD-Daten. Und diese neue Technologie, die XVL-Technologie der Firma Lattice Technology, die möchten wir Ihnen mit den Neuerungen heute etwas genauer vorstellen, wie das Ganze funktioniert, wie dann in der technischen Kommunikation, um die es ja bei der CorelDRAW Technical Suite im Wesentlichen geht, dann effizient eingesetzt werden kann, sodass Sie schnell zu guten Ergebnissen kommen. Damit viel Spaß. Ich wünsche Ihnen eine interessante Vorstellung von XVL Studio mit Otto Salzer. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Klaus. Die einen oder anderen kennen mich aus Schulungen oder Beratungen. Vielleicht waren Sie auch schon vor 5 Jahren da. Wir haben das gerade noch mal rekapituliert. Da hat der Klaus Voss und ich dieselbe Präsentation damals mit Deep Exploration und Corel Designer X4 war es, glaube ich, damals noch vorgestellt. Und ich freue mich heute natürlich ganz besonders, dass ich heute auch die neue Technologie des X2 Studio zeigen darf. Wer an Schulungen interessiert ist, ich habe die letzten Jahre im Deep Exploration-Umfeld die Schulungen gemacht, hauptsächlich für Corel, und werde auch in Zukunft die Schulungen sowohl im Deep Exploration-Bereich auch bei Studio anbieten. Das mache ich im Corel-Umfeld primär mit meinem Partner Marco Jeneke zusammen, der in 2 Wochen an derselben Stelle auch ein Webinar halten wird, dann aber zum Designer X6 selber. Das heißt, kurz vorab als Info zu mir und dann nehme ich mal die Folien weg. Also alles, was ich jetzt zeigen werde in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, ist live. Ich habe hier jetzt keine Folien vorbereitet oder so, sondern wir werden hier im Studio alles live zeigen und anschauen. Also von daher, wenn man ein bisschen was schief geht, verzeihen Sie mir das, dann muss ich es nochmal machen, wie es halt im realen Leben so geht. Fangen wir an. Ich habe hier X2L Studio schon mal gestartet. Als Hintergrundinformation, Sie sehen es oben in der Leiste, das ist das X2L Studio 3D CAD Corel Edition, mit dem man eben 3D-CAD-Daten einlesen kann und auch noch ein paar zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung stehen im Vergleich zur Grundversion, die mit der X6 Suite kommen. Was ich Ihnen präsentieren will, ist heute primär ein Illustrationsworkflow, angefangen von der 3D-CAD-Datenübernahme über die Erstellung von einigen Ansichten, ein paar Grundansichten, ein paar Schnitte, und dann das Hauptthema lege ich dann auf die Erstellung von Expressionsdarstellungen. Auch dort werde ich Ihnen 2D zeigen, einen manuellen und einen, sagen wir mal, halbautomatisierten Weg, um Expressionsdarstellungen zu generieren. Und als Abschluss werden wir dann, wie es auch so oft in der Realität vorkommt, das Ganze durchaktualisieren, denn wir werden dann quasi die Mitteilung bekommen, dass es einen neuen CAD-Datensatz gibt mit Änderungen, und wir schauen uns dann an, wie wir diese Änderungen in unsere Arbeit übernehmen können. Fangen wir mal an, wir lesen mal den ersten CAD-Datensatz ein. Ich gehe hier über Datei öffnen. Und hier vielleicht schon mal vorweg, Sie sehen, in dieser CAD-Edition sind alle wichtigen mechanischen CAD-Systeme abgedeckt, die Sie einlesen können. Und ich habe hier jetzt für die Demo einen SolidWorks-Datensatz. Vielleicht kennt den der ein oder andere von Schulungen vom Herrn Jeneke, den er in seinen 2D-Dokumentationen benutzt. Und der Datensatz wird jetzt eingelesen, das sind die Original SolidWorks CAD-Assemblies und CAD-Part-Dateien. Dauert einen kleinen Moment, wie gesagt, alles live hier. Sie sehen das Ergebnis so, wie es aus dem CAD
kommt. Als erstes möchte ich ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Zum Beispiel, wenn ich hier auf eine der Standardansichten gehe, dann sehe ich, dass die Achse, die nach oben zeigt, die Z-Achse ist, was jetzt für dieses Beispiel ungeeignet ist. Daher kann man über die Anzeigeoption ein Koordinatensystem wählen, und zwar ist es hier benannt mit CAD. Das bedeutet nichts anderes, dass die Z-Achse nach oben steht, oder Computer Traffic CG, dass die Y-Achse nach oben steht. Das übernehme ich mal und sehen wir schon, wenn ich jetzt hier auf die Ansichtsknöpfe drücke, dann stimmt das auch, wenn es oben tatsächlich oben. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache, XVL hat im Vergleich zu Deep Exploration oder ähnlichen Programmen eine etwas andere Datenstruktur. Sie sehen jetzt vielleicht auf dem Hebel so eine leichte Schattierung, die so dreieckig ausschaut. Das kommt daher, dass ich momentan in einer relativ groben Bildschirmauflösung arbeite. Hier gibt es direkt die Möglichkeit für das 3D-Fenster auszuwählen, wie fein die Darstellung ist. Letztes hat hier eine spezielle Technologie. Hier wird quasi auf NURBS-Daten gearbeitet und aufgrund der Einstellungen wird das halt retessiliert. Wenn ich das normal habe, ist es etwas gröber tessiliert, als wenn ich jetzt hier auf fein gehe. Ich achten Sie mal jetzt auf den Bildschirm, ich hoffe, das kommt auch rüber. Wenn ich das jetzt umschalte, durch die jetzt im Hintergrund etwas feinere Tessellierung, habe ich diesen Schattierung hier in den Hebel nicht mehr drin. Also damit kann ich hier auf der einen Seite meine Bildschirmqualität bestimmen, auf der anderen Seite beeinflusst natürlich auch etwas die Performance. Auf was ich noch hinweisen will, wir haben hier auf der linken Seite die Baugruppenstruktur, so wie sie aus dem jeweiligen CAD-System kommt. Der Konstrukteur hat sich hier nicht viel Mühe gegeben, hat hier eine flache Struktur, keine Unterbaugruppen, sondern eben locker ist die Baugruppe und darunter liegen dann halt ein Teil oder so. Darauf werden wir nachher noch ein bisschen näher eingehen, weil ich für meine Aufgabenstellung ganz gerne etwas umstrukturieren würde, eine Unterbaugruppe bilde, und da gibt es hier im Lattice XVL eine ganz spezielle Methode dafür, die sehr interessant für diverse Workflows sein kann. Fangen wir mal an mit einer Startansicht. Ich möchte hier gerne Isometrie darstellen und eine der wirklich schönen Sachen hier ist über Blickrichtung angeben. Kann ich, wie ich es aus dem 2D auch gewohnt bin, praktisch angeben, welche Achse nach oben schauen soll, den Quadranten und den Winkel. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 12er Dimetrie haben will, kann ich hier einfach 12-12 eingeben, aktualisieren und ich habe sofort eine 12er Dimetrie Darstellung, die dann im 2D eben auch passt. Oder eine 47, 47,7. Aktualisieren und Sie haben gleich die beiden Winkel rechts und links richtig eingestellt. Ich möchte ja links heute mal mit einer 30er Isometrie arbeiten, also gebe ich hier 30 ein, 30, 30, aktualisieren und ich habe hier die exakte Darstellung, wie ich das brauche. Und die, die in meinen Deep Exploration Schulungen schon waren, die werden erkennen von dem Workflow selber. Workflows sollen ja unabhängig von Applikationen sein. Werde ich jetzt recht ähnlich arbeiten. Ich generiere nämlich jetzt hier eine Startansicht. Die benenne ich mal um, vielleicht Start. Schließen. Das hat den Vorteil, egal was ich hier jetzt im Bildschirm mache, über einen Knopfdruck komme ich sofort wieder in die entsprechende Ansicht und auch in die Positionierung der Teile zurück. Das werden wir gleich sehen. An der Stelle macht es Sinn, jetzt mal den 3D-Datensatz in einem eigenen Format abzuspeichern. Das sage ich jetzt mal speichern unter. Wähle mir ein entsprechendes Verzeichnis aus, hier meine Arbeitsdateien. Und hier sehen Sie, ich habe schon 9-mal geübt, um mich vorzubereiten. Das wird jetzt das 10. Mal sein. Okay, machen wir 10 rein. Es gibt hier noch einige Optionen, zum Beispiel diese Anzeigeoptionen exportieren. Das ist genau das, was ich vorhin eingestellt habe, was eben die Achse nach oben ist oder die Bildschirmauflösung. Speichern wir das Ganze und dann das abgespeichert. Jetzt mal als kleiner Vergleich, weil ich oft gefragt werde im Zusammenhang der 3D-Daten. Sie sehen jetzt hier im Explorer meine beiden CAD-Verzeichnisse. Da sind die SolidWorks-Daten drin in Version 1. Ich gucke jetzt mal, wie groß das Ganze ist. Ich muss hier mal schauen, also der Datensatz, der hat CAD 4,6 Megabyte und die dazugehörige XVL-Datei, das ist hier die Nummer 10, die hat
57 Kilobyte. Also wir haben hier eine extrem hohe Komprimierungsrate. Das ist auch für all diejenigen interessant, die eventuell daran denken, solche Daten auch im Internet zum Kunden als 3D-Katalog oder was auch immer zur Verfügung zu stellen. Das mal als kleiner Hinweis, um mal die Größenverhältnisse zu sehen. Wieder weg. So, als erstes möchte ich mal diverse Ansichten generieren. Ich habe jetzt mal die Isometrie mit dem Hebel nach unten und ich möchte den Loch jetzt auch darstellen, wenn der Hebel quasi nicht belastet ist in der offenen Stellung. Dazu kann ich jetzt hier einen Objektverschiebebefehl auswählen. Ich kann Teile selektieren. Es gibt hier unterschiedliche Modi, einen Einfachmodus, den benutze ich jetzt erstmal und nachher erzählt er noch ein bisschen was zu diesem normalen Modus. Ich kann jetzt hier die Teile selektieren. Ich schalte das mal um, das kann man hier sehr schön machen, dass zum Beispiel die selektierten Teile transparent dargestellt werden. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich sehe, was schon selektiert ist und was ich noch brauche. Ich kann jetzt mit der Steuerungstaste weitere Objekte wählen. Es sind einige Objekte unterhalb des Hebels. Durch den Hebel kann ich nicht durchklicken, aber ich kann hier natürlich auch in meiner Baugruppenstruktur arbeiten. Das heißt, ich arbeite hier einfach mit der Steuerungstaste den Federbolzen, die Feder und die Feder 2 selektiere ich einfach in der Struktur. Also man kann hier parallel im 3D-Fenster als auch in der Baugruppenstruktur arbeiten. Das sind jetzt die 6 Teile, die ich hier selektiert habe und meine Absicht. Nochmal. 1, 2, 3. Federbolzen. 6 Teile ausgewählt. Und was wir hier sehen, ist jetzt, dass ein Koordinatensystem angezeigt wird. Ich möchte aber das Ganze rotieren und das wäre jetzt nicht der korrekte Drehpunkt hier, sondern hier vorne diese dünne Achse, die wir hier sehen, das ist der Gelenkbolzen und um den dreht sich im Prinzip diese ganze Baugruppe. Und das Schöne hier im Lattice ist, dass ich nicht den Pivotpunkt der Teile verschieben muss, sondern ich kann jetzt für diese Drehoperation temporär über diesen Schalter mir verschiedene Optionen raussuchen und in dem Fall ist Kreisebene sehr gut geeignet. Und ich suche mir jetzt einen entsprechenden Punkt an den Objekten aus, um den ich drehen will. Ich gehe einfach hier hin. Hier habe ich eine kleine Voransicht im 3D. Keine Ahnung, ob das jetzt gut rüberkommt oder nicht. Also hier sehe ich eine Voransicht, die gefällt mir. Ich klicke drauf und ich kriege ein entsprechendes Koordinatensystem angezeigt und kann jetzt entweder hier über die Matrize Zahlen eingeben oder an diesem Icon einfach ziehen. Ich drehe das mal so 40 Grad. Und schon habe ich meine Objekte, meine 6 ausgewählten Objekte im Raum um einen definierten Punkt gedreht, ohne irgendwelche Basiskoordinatensysteme der Teile anpassen zu müssen oder eine Baugruppe bilden. Das ist eine sehr schöne Sache. Eine andere schöne Sache ist, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, schon rumnavigiert habe und ich möchte jetzt wieder exakt meine Ansicht haben von vorhin, dann kann ich meinen Snapshot, den ich bereits definiert habe, wiederverwenden. Aber nicht einfach den Snapshot aktivieren, weil dann klappt natürlich mein Hebel wieder runter, sondern ich kann hier sagen, bitte nehme mir von diesem Snapshot nur die Perspektive. Und dann geht er genau in die Perspektive des ersten Snapshots, ohne aber meine Teile irgendwie in der Position zu modifizieren. Und dann gehe ich einfach her, mache meinen zweiten Snapshot und jetzt mal offen. Nun kann ich zwischen diesen beiden Snapshots einfach hin und her schalten. Also hier sehen wir Vergleiche zu den früheren Applikationen, was dort dieses Model View, hier ist das Snapshot und hier habe ich einige Optionen, die ganz hilfreich sind, um wieder in eine definierte Ausgangsposition zu gelangen. Als nächstes möchte ich Ihnen mal einen Schnitt demonstrieren. Dazu kann ich hier einfach eine Schnittebene einschalten. Die kann ich auch wieder über dieses Symbol interaktiv bewegen. Ich kann hier einige Optionen einschalten, zum Beispiel, dass die Volumenkörper auch wirklich gefüllt sind, also die sogenannten Caps. Also die Querschnittsebene schalte ich mal aus, dann sieht man ein bisschen mehr. Und
die Codelinien brauche ich in dem Moment auch nicht. Wenn ich jetzt die Schnittebene exakt positionieren will, dann kann ich das auch tun über eine numerische Angabe. Ich möchte das jetzt in der Mitte des Objekts, das ist bei Set 0, die Ebene springt dahin. Ich kann dann sagen, definiere mir hier bitte diesen Schnitt. Und das wäre jetzt schon mein nächster Snapshot. Hier mein Schnitt offen. Okay, das gleiche wollen wir auch im geschlossenen Zustand haben. Ich gehe in meinen Start-Snapshot, der den geschlossenen Zustand repräsentiert. Ich erstelle wieder meine Ebene, dann sie hier wieder über numerische Angaben wieder in dieselbe Position einbringen, aktualisieren und jetzt füllen brauche ich hier. Das zur besseren Sichtbarkeit schalte ich wieder aus und sage auch hier den Schnitt generieren. Profilien brauche ich nicht und kann direkt meinen nächsten Snapshot hier definieren. Schnitt geschlossen. Ein guter Punkt zum Speichern. Dann schauen wir mal kurz durch. Einfach die Snapshots anklicken, auf das entsprechende Icon klicken und dann sehen Sie die bereits definierten Positionen. So, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, den Hauptaugenmerk in dieser Präsentation will ich eigentlich auf eine Explosionsdarstellung legen. Dazu gehe ich mal als Ausgangssituation in den Snapshot offen. In diesen Teile Positionierung möchte ich nutzen, um jetzt erstmal manuell eine Explosionsdarstellung zu generieren. Machen wir das, haben wir es eben schon kennengelernt, über dieses Menü Objekt verschieben. Kann man jetzt ganz einfach hergehen, Teile anklicken und in diesem Einfachmodus ziehe ich einfach das Teil runter. Es wird abgewählt, ich kann direkt das nächste Teil auswählen, in eine neue Position schieben und so weiter und so fort. Also dieser einfache Objektverschiebemodus ist immer dann sehr gut geeignet, wenn ich nur eine Translation ausführen will, also eine Rotation, eine Verschiebung oder eine Skalierung. Möchte ich dagegen mit einem oder mehreren Objekten mehrere Translationen hintereinander ausführen, wie zum Beispiel erst verschieben und dann drehen, ohne neu auswählen zu müssen, dann gehe ich in den Normalmodus. Was wir jetzt hier machen können, wird man vielleicht jetzt nicht so machen, aber damit man einfach die Funktionalität besser sieht, ich selektiere jetzt mal die beiden Lochbolzen. Die sehe ich jetzt nicht hier, deswegen gehe ich hier wieder in die entsprechende Einstellung, sodass alles, was nicht selektiert ist, transparent ist. Jetzt sehe ich jetzt gut in die Objekte rein und kann auch dann diese sehr schön rausziehen und sehe auch, wie weit die als nächstes nehme ich wieder diese Hebelbaugruppe, die als solche ja gar nicht definiert ist, leider. Macht aber nichts. Auch hier können wir jetzt einfach die Teile selektieren. Auch wieder wie vorhin, also entweder in 3D oder eben hier in dem Fall einfacher in der Objektstruktur. Hier brauchen wir jetzt den Pivotpunkt nicht verschieben, weil wir die Rotation ja schon vorher ausgeführt haben. Deswegen habe ich jetzt diesen Snapshot quasi nochmal benutzt und kann jetzt das vorgeschlagene Koordinatensystem für die Translation nutzen. Und dann passt das schon. Gehen wir hier noch rein. Die Teile möchte ich noch ein bisschen in eine andere Richtung explodieren. Schalte die Grafik wieder um, die Orientierung nach hinten, den vorderen Federbolzen nach vorne rausziehen. An die anderen Teile komme ich so wieder nicht ran, also gehe ich wieder in die Objektstruktur, ziehe die Feder raus. Das ist der zweite Federbolzen und ziehe nochmal da hinten raus und die Feder 1, die ich hier rausziehe. Hier sehen Sie, kann ich mit diesem Einfachmodus sehr effizient und schnell arbeiten. Unten fehlt mir jetzt noch der Gelenkbolzen, den schiebe ich mal raus. Und hier die Sicherungsscheibe und hier sehen wir jetzt, wenn ich jetzt mit dem Einfachmodus arbeite, wenn ich das rausschiebe, wird es direkt abgewählt. Aber die würde ich gerne noch skalieren, dass man es nachher auf der Zeichnung besser sieht. Also im Einfachmodus muss ich sie jetzt nochmal selektieren und kann dann hier meine Skalierung eingeben. Ich skaliere das mal um 3 und habe das dann rausskaliert.
Jetzt mal im Vergleich dazu den normalen Modus. Ich nehme die Sicherungsscheibe von der anderen Seite. Kann jetzt den Sicherungsscheibe rausziehen. Sie bleibt selektiert. Das ist jetzt der Vorteil. Kann direkt meine Skalierung aufgeben. Und dann sage ich abschließen und ich habe dann praktisch, ohne nochmal neu auswählen zu müssen, mehrere Translationen ausgeführt. Also in dem Fall eine Objektverschiebung und eine Objektskalierung. Okay, gehen wir mal wieder in den normalen Modus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe jetzt ganz bewusst keine Stützlinien reingezogen. Die kann man automatisch miterstellen lassen oder auch nachträglich manuell einfügen. In der nächsten Variante zeige ich Ihnen, wie sie automatisch mit erzeugt werden. Hier auch wieder, wenn ich wieder aus der Perspektive raus bin, kein Problem. Ich gehe jetzt zum Beispiel in den offenen Snapshot, hier die Perspektive übernehmen und muss dann nur noch den Zoom-Faktor im Prinzip anpassen. Ich kann dann hier meinen neuen Snapshot generieren. Das ist die Explosion manuell. Okay, so, ich hatte ja schon angedeutet, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wenn es jetzt nur darum geht, hier ein Bild zu machen von der Explosionsdarstellung, dann war das vielleicht die einfache Variante. Wenn man eher in Workflows denkt, vielleicht jetzt an einen Demontageprozess, wo ich auch eine Demontagestruktur benutze und aufbauen will, dann gibt es hier eine sehr schöne Variante dazu, und zwar habe ich die Möglichkeit, im X-File Studio eine Demontagestruktur aufzubauen. Im ersten Schritt mal einfach sagen, Demontagestruktur erstellen. Die sieht jetzt erstmal exakt so aus, wie die CAD-Struktur. Ich schalte das kurz mal um, dass wir hier den Zusammenbau sehen. Was bringt mir das? Das bringt mir Folgendes. Ich kann mich jetzt hergehen und aufgrund der Demontagestruktur eine Demontagevoranzeige mir hier erstellen lassen. Das ist im Prinzip die Explosionsdarstellung. Das hat er jetzt automatisiert gemacht und unter den Optionen habe ich auch gesagt, jetzt sollen wir gleich die Verbindungslinien generieren. Ich sag mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn man jetzt ins Detail reinschaut, sind natürlich noch ein paar Sachen, die nicht so toll sind. Deswegen als erstes vielleicht diese beiden Lochbolzen. Wenn wir jetzt wirklich an reale Montage oder Demontage denken, dann werden diese beiden Lochbolzen natürlich vor dem Hebel montiert, weil die ja unten drunter liegen, die können nicht nachher montiert sein. Deswegen hätten wir die gerne in der Struktur vor dem Hebel. Mal schauen, was passiert, wenn wir das machen. Der Riesenvorteil dieser Demontagestruktur ist, dass ich jetzt, wenn ich hier einen Lochbolzen, damit ich es wieder besser sehe, schaue ich das um, kann ich den Lochbolzen in der Struktur vor den Hebel verschieben, ohne dass meine CAD-Struktur dadurch geändert wird. Und dann habe ich noch hier den Lochbolzen, den schiebe ich jetzt nochmal hier nach oben. Das hat den riesigen Vorteil, ich kann A, eine Demontagestruktur für weitere Workflows generieren und weiter benutzen, und B, ich ändere nicht die Original-CAD-Struktur, die wichtig ist, vor allem wenn man durchaktualisieren will mit späteren Versionen, die noch kommen könnten oder werden. Das werden wir nachher ja auch dann uns anschauen. Schauen wir mal, was das Ganze bewirkt hat. Und jetzt sehen wir schon genau, die Lochbolzen liegen jetzt unterhalb des Hebels, so wie man es ja auch in der realen Montage machen würde. Die Lochbolzen würden zuerst montiert werden, bevor der Hebel oben draufkommt. Eine andere Sache, die auffällt, ist, die meisten Teile hat er automatisch gut erkannt, in welche Richtung er das explodieren soll. Es gibt aber ein paar Teile, zum Beispiel hier unten der Anschlag fürs Papier oder hier oben die beiden Federn, die ich gerne in einer anderen Richtung explodieren möchte. Auch das ist kein Problem. Schauen wir uns das mal an. Machen wir hier den Anschlag. Doppelklick drauf. Und jetzt sagen wir hier das Demontageobjekt. Soll nicht automatisch explodiert werden oder die Richtung nicht automatisch entfernt werden, sondern in minus Z oben rechts sehen Sie das Koordinatensystem, daran können Sie sich sehr gut orientieren. Ich sage hier minus Z festlegen und dann haben wir das. Die Feder 2, das ist die, die nach vorne rauskommt, dem Montageobjekt, und zwar hier in die positive Z-Richtung. Die andere Feder in die negative Z-Richtung. Und gleich noch die Orientierung, die haben wir bei der manuellen Explosion
in minus x explodieren lassen. Machen wir das hier auch mal so. Minus x. Schauen wir mal. Und das sieht jetzt schon viel besser aus. Also die Federn und Lochbolzen, Federbolzen, die sind von der Reihenfolge noch nicht ganz richtig, aber die Explosionsrichtungen sind schon mal gut und die meisten Teile sind auch schon mal in eine gute Richtung explodiert worden. Das, was mir hier jetzt noch missfällt, ist eigentlich, dass wir aus dem CAD keine Unterbaugruppe für die Hebelbaugruppe bekommen haben, weil die würde ich gerne nach oben wegschieben und dort erst explodieren lassen. Und genau das möchte ich jetzt hier mal zeigen, indem ich jetzt in meiner Demontagestruktur, unabhängig von der CAD-Struktur, eine Unterbaugruppe generiere. Das kann man hier ganz einfach machen. Ich lege einen neuen Knoten an. Den nenne ich mal Hebelgruppe. Wir haben schon gesehen, die Hebelgruppe muss nach den Lochbolzen kommen, weil ja die zuerst montiert werden. Dann habe ich hier die Hebelgruppe und in die Hebelgruppe kommen diese 6 Teile von vorhin wieder rein. Jetzt nehmen wir mal hier den Hebel in die Gruppe rein. Den Federbolzen kommt in die Gruppe rein. Jetzt die Feder, da erinnern wir uns, die Reihenfolge war noch nicht ganz so günstig, deswegen die Feder kommt vor dem Federbolzen. Die zweite Feder genauso. Dann haben wir noch den zweiten Federbolzen hier. Und die Arretierung, die können wir hier an die zweite Stelle nehmen. Was bringt uns das Ganze? Das Schöne ist, hier gehe ich jetzt nur auf die Unterbaugruppe. Kann ich auch mal schauen, wie die Unterbaugruppe montiert wird. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich hier wirklich nur die Montage- oder Demontage-Darstellung der entsprechenden Unterbaugruppe. Obwohl ich im CAD gar keine Baugruppen habe. Dann schauen wir uns mal das Gesamtergebnis an. Gefällt mir ganz gut. Wir können jetzt gleich noch ein paar kosmetische Korrekturen hier vornehmen, aber die grundlegenden Explosionsrichtungen, Baugruppen und so weiter, Reihenfolgen passen. Also mache ich das jetzt so. Ich sage hier alle Knoten demontieren. Und dann haben wir hier jetzt eine schöne Explosionsdarstellung, die abgeleitet ist von unserer Demontagestruktur. Können wir noch wieder kleine Korrekturen vornehmen, das haben wir jetzt schon kennengelernt. Ich gehe hier vielleicht einfach mal nochmal in dieses einfache Objekt. Verschiebung rein, die ist halt notwendig gewesen, aber einfach das nochmal sehen. Ich schiebe das ein bisschen runter und das ist okay, das soll jetzt einfach mal passen. Dann habe ich jetzt hier aufgrund dessen, dass jetzt die Verbindungslinien automatisch für alle Teile generiert worden sind, habe ich ein paar Linien, die ich eigentlich nicht brauche. Die korrigiere ich hier mal kurz, kann man auch schnell machen. Hier oben haben wir 2 Linien, die von der Feder brauche ich nicht wirklich, die kann ich rauslöschen. Die brauche ich nicht, auch nicht. Und hier hinten, die nehme ich auch mal weg. Auch hier wieder, weil mir das so gut gefällt, ich gehe einfach in einen Snapshot, um hier wieder die richtige Perspektive zu bekommen. Ich übernehme das praktisch aus der manuellen Explosion. Und was ich hier gerne noch machen würde, danach kommt ja auch auf die Frage, ich möchte Positionsnummern hier anbringen. Das Schöne ist jetzt an der Demontagestruktur, dass ich aufgrund der Demontagestruktur hier die Knoten durchnummerieren kann. Wir sehen, er nimmt das jetzt genau in der Reihenfolge, wie die Montage vorzunehmen ist, von 1 bis 13 in dem Fall. Und wenn mir das so passt, kann ich auch sagen, okay, die Notizen heißt das hier hinzufügen und ich habe dann hier sämtliche Teile durchnummeriert. Im Großen und Ganzen sieht es gar nicht schlecht aus. Es gibt jetzt hier vielleicht die ein oder andere Stelle, wo wir das anders machen wollen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel hier unten die 4, machen wir einen Doppelklick drauf und dann habe ich hier über die Symbole die Möglichkeit, hier die Richtung einfach zu ändern. Das sieht gut aus. Das wäre mal hier, vielleicht da oben, oder da die Richtung ändern. Das können wir eben jetzt über diese Funktion hier machen oder wir können es auch manuell irgendwo hinschieben. Das mal nach oben. Und so kann man dann eben sukzessive das so einstellen, wie man das gerne hätte. Den machen wir vielleicht auf die andere Seite. Ja. Gut, da haben wir jetzt hier die entsprechenden Nummern dran und da ist es jetzt Zeit, den entsprechenden Snapshot hier
zu generieren und dass wir die Explosion Auto oder aufgrund der Demontagestruktur. Speichern wir das Ganze nochmal. Schauen wir uns mal das Ergebnis jetzt an. Das wäre jetzt mal manuell. Hier könnte ich natürlich noch die Nummern und auch die Verbindungslinien noch manuell anbringen. Mein Schnitt geschlossen, mein Schnitt offen, die Startposition und die offene Position. Und hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir jetzt einige Ansichten definiert haben. Und das ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt mal an X6 zu schicken. Dazu gibt es einen eigenen Knopf an Corel Designer senden. Und in der Cut Edition haben Sie hier die Möglichkeit, über Details sämtliche Einstellungen vorzunehmen, also die Linienstärken zum Beispiel für die Silhouette, die Linien für die Längsstärke für die anderen Linien. Und ganz wichtig, über diese 135 Grad und diesen Extraktionskoeffizienten können Sie definieren, wie viel der tangentialen Linien abgeleitet werden, damit man weniger Nacharbeit hat für diese sogenannten Lichtkanten. Schön dabei ist, dass man seine Einstellungen, das mache ich jetzt auch mal, unter dem eigenen Namen abspeichern kann und die dann immer wieder benutzen kann. Und wenn wir jetzt hier auf Senden drücken, dann wird das Ganze jetzt wieder live an den Corel Designer geschickt, der im Hintergrund gestartet wird. Ich positioniere jetzt hier meine Geometrie drauf, mache das Ganze mal ein bisschen größer und dann sehen wir hier, hoppala, dann sehen wir hier das Ergebnis im Corel Designer. Hier nochmal der Hinweis, ich bin ja nicht der 2D-Experte. In 2 Wochen das Webinar mit dem Marco Jeneke, der auf die Neuigkeiten im X6 eingehen wird. Deswegen stoppe ich hier an dieser Stelle. Das können andere Experten besser erklären. Ich wollte jetzt nur die Ableitung zeigen und gehe dann direkt wieder zurück in mein X2L Studio. Und zwar sind wir jetzt an einem Punkt hier angelangt, an dem wir vielleicht über das PDM-System, über das ERP oder vielleicht auch nur mündlich mitgeteilt bekommen, dass der Hebel sich designtechnisch oder die ganze Baugruppe sich designtechnisch geändert hat und wir jetzt mal gucken müssen, ob die Notwendigkeit besteht, unsere Sachen hier durchzuaktualisieren. Dazu übersetzen wir uns jetzt erstmal die neue Baugruppe. Die habe ich hier in den CAD-Dateien Version 2. Hier wieder den Locher. Ich übersetze das mal. Auch wieder alles live. Und in Farbe kann ich gar nicht sagen, weil das Ding ist ja nur grau. Aber live ist es trotzdem. Und 3D natürlich, live und 3D. Man sieht schon, der Hebel, der hat sich hier massiv geändert. Was wir auch sehen, die Baugruppenstruktur ist gleich geblieben. Das ist ja typischerweise auch in einem Designprozess so, dass eigentlich Strukturänderungen eigentlich nicht so häufig vorkommen. In vielen Branchen sind sie sogar vorher schon definiert, wie ein Produkt strukturiert werden muss in der Konstruktion und können daher typischerweise von hier einer konstanten Produktstruktur ausgehen. Was uns fehlt, sind natürlich die ganzen Snapshots, die wir schon generiert hatten für unsere erste Version und wir haben hier natürlich auch keine Demontagestruktur. Für die, die Deep Exploration kennen und dort auch solche Sachen schon gemacht haben, da ist es jetzt genau andersrum. In Deep Exploration hat man praktisch in die schon bearbeitete Datei die neue Version rein gelesen und durchaktualisiert und hier ist es genau umgekehrt. Hier habe ich die neue Version und ich nehme jetzt über einen speziellen Befehl hier die alte bearbeitete Datei, hier meine Arbeitsdatei, die Nummer 10 von heute. Ich sage, ich will meine Demontageobjekte durchaktualisieren. Das können Sie einfach alles bestätigen hier und dann sehen Sie Folgendes. Oben die neue Struktur von Version 2, das ist also unser neuer Locher, unten der alte Locher mit seiner Struktur. In meiner Demontagestruktur, und das ist das sehr Interessante, sehe ich jetzt, wie die Zuordnung von alt zu neu ist. Und hier sieht man auch, das passt
das ist der neue Hebel und der alte Hebel ist zu dem neuen Hebel quasi dazu sortiert worden. Das kann ich jetzt quasi hier kontrollieren, ob die Zuweisungen so stimmen. Das passt hier in dem Fall auch. Und dann kann ich in einem zweiten Schritt, also das ist ein zweistufiger Workflow hier, dann kann ich in einem zweiten Schritt hier sagen, bitte, und hier kann man jetzt definieren, was alles durchaktualisiert werden soll. Bitte aktualisieren wir das mal durch. Und das Erste, was wir jetzt sehen, ist, wir haben jetzt in der neuen Datei, also wir sind jetzt immer noch in der neuen Datei drin, eine Demontagestruktur bekommen mit dem neuen Hebel. Und, was uns natürlich besonders interessiert, wir haben alle Snapshots übernommen. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, das ist der geschlossene, das ist der offene, der Schnitt geschlossen, die Explosion manuell und die Explosion abgeleitet von der Demontagestruktur. So, das war das, was ich geplant hatte, Ihnen zu zeigen. Es gibt hier noch einige mehr Funktionalitäten wie Animationen, Materialien zuweisen und. Wir dachten aber für den ersten Einstieg und vor allem gerade jetzt im Call-Umfeld, wo ja die meisten doch Illustrationen erstellen wollen, ist das vielleicht ein guter Einstieg und wollen Sie da jetzt auch nicht mit zu viel Funktionalität hier beschießen. Und so haben wir uns entschlossen, einfach mal diesen, ich sag mal, diesen Standard-Illustrations-Workflow zu präsentieren. Es gibt aber hier noch viele neue und zusätzliche Möglichkeiten, wie eben Animationen und. An Fragen. Der Stelle können wir gut auf Fragen eingehen. Eine Frage kam zum Thema Gruppierung von Objekten in der Objektgruppenstruktur. Und da geht es darum, ob eben in der Objektgruppenstruktur gruppiert werden kann und wenn man das macht, ob eine Gruppierung in der Objektgruppenstruktur dann einen Einfluss auf die Aktualisierung hat. Ich denke, da geht es dann vielleicht auch um die Unterscheidung Objektgruppenstruktur und Demontagestruktur, oder? Genau, sehr gute Frage. Das ist, es gibt ja prinzipiell, das kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, aus welcher Abteilung man ist und so weiter. Es gibt ja normalerweise, wenn man das jetzt aus einer, zum Beispiel aus einer PLM-Sicht sieht, verschiedene Sichten auf ein Produkt. Und was wir jetzt hier standardmäßig übernehmen, ist ja die Konstruktionssicht. Also so wie der Konstrukteur es in einem CAD-System konstruiert, so bekomme ich die Struktur hier auch in meinem X-File Studio oder wo auch immer. Die Struktur aus der Konstruktion ist typischerweise so strukturiert, wie sie für den Konstrukteur günstig ist oder wie es im Design halt vorgegeben worden ist. Das kann aber sehr gut sein, dass die Struktur für unsere Aufgabenstellung gar nicht so gut geeignet ist. Man kann, insofern ist die Frage gut, man kann auch hier strukturieren, also man, wenn man jetzt sagt, man muss hier jetzt halt durchaktualisieren und so weiter und so fort, dann kann ich natürlich auch in meiner Original-CAD-Struktur umstrukturieren. Diejenigen, die mit Deep Exploration arbeiten, erinnern sich vielleicht daran, das haben wir auch in meinen Schulungen gelernt, neue Strukturen zu machen. Vor allem interessant im Zusammenhang mit Animationen, weil man sich dort oft das Leben erleichtert, wenn man die Strukturen ändert, um einfache Animationen zu erstellen. Das Tolle hier am X2L Studio ist, dass mir hier schon automatisch die Möglichkeit gibt, parallel andere Strukturen zu generieren. Um das jetzt zu kompliziert zu machen, A, zur ersten Teilfrage ja, ich kann die Originalstruktur ändern in dem Objektgruppenstruktur, also hier auf der linken Seite, das kann ich machen. Also ich muss nicht mit der Demontagestruktur arbeiten. B, ich gehe stark davon aus, ohne dass ich jetzt selber hier ausprobiert habe, dass das Auswirkungen auf Durchaktualisieren hat. Von daher würde ich vor allem, was jetzt hier im XVL ja direkt angeboten wird, würde ich einfach jetzt in dem Zusammenhang, wie ich es gezeigt habe, die Demontagestruktur nutzen oder eben es gibt auch noch hier eine Prozessstruktur. Das ist nochmal eine weitere Möglichkeit, eine Struktur anzulegen. Also man verbaut sich hier nichts, wenn man eine zweite Struktur anlegt, hat aus meiner Sicht sogar Vorteile. Aber wenn man das nicht möchte, kann man natürlich auch die Original-CAD-Struktur ändern. Die Frage damit beantworten? Aber wahrscheinlich schon der Tipp, wenn man mit der Aktualisierungsfunktion arbeiten möchte, sollte man eben nicht die Objektgruppenstruktur, sondern diese zusätzlich angebotenen Strukturen wie Demontagestruktur verwenden, um darin dann seine
Gruppierung für die Aufgaben vorzunehmen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, du hast das Thema Animation erwähnt, dann aus der Demontagestruktur heraus eine Animation zu erstellen. Und das ja, bietet dann diese ganzen Möglichkeiten, da auch die eigene Gruppierung dann zu nutzen, um da Teile gezielt verschieben, verdrehen oder was auch immer, wie auch immer bewegen zu können. Genau, korrekt. Weitere Frage auch zum Thema Aktualisierung der Baugruppen. Kann ich einzelne Objekte von der Aktualisierung ausschließen? Vielleicht da noch kurzer Hintergrund, erstmal ein großer Dank an Lettis, die mich jetzt unterstützt haben, seit März mich in das Produkt einzuarbeiten. Auch für mich ist das Produkt jetzt noch relativ neu. Ich kenne zwar schon seit längerem, dass es es gibt und dass die Technologie, wie die Technologie aufgebaut ist. Ich selber bin aber auch in einem Punkt noch nicht so tief drin. Ich würde vorschlagen, dass wir die Frage einfach aufnehmen, weil auch da nochmal der Dank an Lettis, ich einen direkten Ansprechpartner in den USA habe, den ich Dinge, die ich selber nicht weiß, fragen kann. Und Klaus, ich würde einfach bitten, dass wir das aufschreiben. Du hast vielleicht die Person, die die Frage gestellt hat, und wir können das einfach bei Marc nachfragen. Genau, die und dann Frage stellen wir zurück und beantworten sie dann separat nachträglich. Genau. Ja. Dann eine Frage, die ich auch direkt mit beantworten kann. Frage zu Vektorfüllungen. Im Deep Exploration gibt es ja die Möglichkeit, beim Senden an Corel Designer oder beim Exportieren als Illustration eine flächige Vektorfüllung mit anzugeben. Diese Option ist im XVL Studio momentan nicht enthalten. Es wird im August, so der Plan, eine erste Aktualisierung geben für die CorelDRAW Technical Suite. Darin enthalten eben auch ein erstes Update für das XVL Studio. Und mit dieser Aktualisierung wird dann die Vektorfüllung als Funktion ergänzt. Man kann jetzt momentan Vektorfüllungen in Corel Designer teilweise erstellen. Es gibt in den Illustrationen, die im Corel Designer importiert werden aus XVL Studio, die Möglichkeit, Outlines zu nutzen. Das ist eine Objektgruppe, die mit erstellt wird beim Export. Aus denen kann man Füllungen generieren. Das ist aber nicht komplett zuverlässig, nicht immer möglich. Und das ist die Erweiterung, die im August dann erhältlich sein wird, sodass man dann Flächenfüllungen, ähnlich wie man es mit dem Deep Exploration jetzt auch konnte, dann aus dem XVL Studio heraus beim Importieren von Illustrationen in Corel Designer dann wieder nutzen kann. Dann weitere Fragen. Ich muss jetzt mal durchschauen. Ja, noch eine Frage zum Vergleich Deep Exploration XVL Studio. Beim Deep Exploration gibt es die Funktion Produktansichten und Portfolios, die man auch nutzen kann, um Linienillustrationen dann quasi im Stapel zu generieren aus diesen verschiedenen Ansichten. Im XVL Studio gibt es ja die Funktion der Snapshots, die du gezeigt hast, mit ihren Möglichkeiten. Die Frage dazu, ob es da eine ähnliche Möglichkeit gibt, im Stapel alle Ansichten, alle Snapshots dann als Illustrationen mal wieder zu exportieren. Da bin ich im Moment überfragt. Otto, ich weiß nicht, ob du da mehr... Bin ich momentan auch überfragt. Können wir aber auch herausfinden, ist kein Problem. Aber weiß ich jetzt aktuell auch nicht. Vielleicht, um die Frage mal ein bisschen genereller aufzunehmen, Vergleich Deep Exploration XVL Studio. Was auffallen wird, ist die Ursprünge der beiden Programme. Deep Exploration ist ganz klar, oder man erkennt ganz klar, dass es aus dem Visualisierungshintergrund entstanden ist. Und XVL Studio erkennt man auch ganz klar, dass es aus dem Engineering-Hintergrund entstanden ist. Vor allem, das wurde Ende der 90er Jahre bei Toyota in der Fertigung eingesetzt oder beziehungsweise entwickelt von einem Professor. Und man sieht ganz klar, dass wir hier sehr engineering-lastig sind. Und im Deep Exploration sind wir sehr visualisierungslastig.
Also von daher ist es ein bisschen eine Geschmackssache. Ich selber vom Hintergrund bin ja Maschinenbauingenieur, komme aus dem CAD. Von daher sind mir hier gewisse Sachen sehr sympathisch im X-Files-Studio. Da ich aber die letzten Jahre auch sehr viel mit Visualisierung gearbeitet habe, wenn man jetzt mehr Richtung Visualisierung schaut, sind vielleicht andere Dinge einem in Deep Exploration sympathisch. Also das vielleicht mal so als generelle Anmerkung zu diesen beiden Produkten, wo sie herkommen und wo sie ihre Schwerpunkte sehen. Gut, wir haben noch weitere Fragen, gerade auch zum Thema Vergleich der Produkte, die mit dem Corel Designer zusammenarbeiten. Eine Frage, es gibt ja die Funktion Senden an Corel Designer, die gibt es in beiden Programmen Deep Exploration und XVL Studio. Dann gibt es im Deep Exploration auch noch die Möglichkeit, Illustrationen zu speichern in SVG zum Beispiel direkt. Frage ist, ob es diese Möglichkeit auch im XVL Studio gibt, und die kann ich auch gleich mit beantworten. So viel weiß ich, es gibt auch im Deep Exploration, auch im XVL Studio die Möglichkeit, über das Dateimenü hier einen Export in eine SVG-Datei zu erstellen, ohne dann direkt den Corel Designer mit zu involvieren. Genau, das hätte ich jetzt auch beantworten können. ja, also man kann auch direkt SVGs hier rausschreiben. Richtig. Dann noch eine Frage zum Vergleich oder vielmehr zur Migration von der Corel Designer Technical Suite X5 mit Deep Exploration zur Corel Draw Technical Suite X6 mit XVL Studio. Können Deep Exploration RH-Dateien mit XVL Studio gelesen werden? Die Frage muss ich mit einem Nein beantworten. Das RH-Dateiformat von Deep Exploration ist ein proprietäres Dateiformat. Es gibt, soweit ich weiß, außer dem jetzigen SAP-Werkzeug keine anderen Programme, die dieses Format lesen können. Aber es gibt in Deep Exploration und in XVL Studio 3D-Formate, die gemeinsam genutzt werden können. Otto, da hast du schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Vielleicht kannst du da Tipps geben, was die geschicktesten Möglichkeiten sind, die bestehenden 3D-Dateien, die man mit dem Deep Exploration bearbeitet hat, jetzt in XVL Studio rüberzunehmen, um sie dort in Zukunft weiter zu bearbeiten. Genau, sehr gute Frage. Also RH kann man leider nicht direkt übernehmen, was ein proprietäres Format ist, eben von der SAP jetzt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es hängt immer ein bisschen darauf an, auf was ich den Fokus lege. Ich kann im Deep Exploration U3D-Daten exportieren. Das ist das Format, was auch im 3D-PDF benutzt wird. U3D wird von X-File auch gelesen. Ich kann aber auch über WRML 2-Daten gehen. Die können im Deep Exploration exportiert und hier eingelesen werden. Beim WRML 2 hat den Was ich ausprobiert habe, ist ganz schick, werden Kameras mit übernommen. Das heißt, wenn ich Ansichten im Deep Exploration als Kameras abspeichere und die dann als WRML 2 Datensatz abspeichere, dann kann ich diese Kamerapositionen, um dann hier quasi Snapshots draus zu generieren, aus diesem WRML 2 Datensatz übernehmen. Das mal dazu. Das andere, was vielleicht noch interessant ist, der ein oder andere hat sich vielleicht schon eine Material, ich sage jetzt mal Datenbank ist übertrieben, aber Materialien im Deep Exploration angelegt und exportiert. Auch hier könnte man, das sind diese RHM-Dateien im Deep Exploration, wenn man diese RHM-Dateien im Deep Exploration lädt und als WRML 2 rausschreibt, kann ich die hier einladen und kriege dann hier lauter so Bälle, bunte Bälle, die Materialien tragen, und habe somit auch die Möglichkeit, auch bereits definierte Materialien aus Deep Exploration ins XVL zu übernehmen. Aber Achtung, hier gilt jetzt nochmal dieser Vergleich. Materialien im Deep Exploration, das aus der Visualisierung kommt, hat ganz andere Einstellungsmöglichkeiten als jetzt hier im XVL, die ja mehr aus dem Engineering kommen. Was aber geht, ist praktisch das Ambient, also die Grundfarbe des Objekts kann so dann auch mit übernommen werden. Das ist noch ein interessantes Gebiet sowieso, wo man wahrscheinlich noch ein bisschen reinschauen muss, ob man das eine oder andere noch geschickt übernehmen kann. Aber das ist jetzt so mein Stand, was ich ausprobiert habe. Und die beiden Möglichkeiten, die ich momentan anraten würde, entweder über WRML 2 oder U3D zu gehen.
Gut, dann noch eine Frage zu den Funktionen im XVL Studio, und zwar zum Thema Callouts, Beschriftungen. Die hast du ja da gezeigt, gerade in der Ja. Demontagestruktur, die da noch offen ist. Können diese Beschriftungen, die automatisch erstellt wurden, auch individuell konfiguriert werden? Also da denke ich, Ja, ich muss meine, man die. natürlich schauen, dass es jetzt die Beschriftungsfunktion auf der 3D-Seite. Es gibt ja dann noch im Corel Designer auf der 2D-Seite eine Beschriftungsfunktion. Hier geht es jetzt mal um die Beschriftungen im 3D, die dann in der XVL-Datei im XVL Studio erstellt und mitgespeichert werden. Genau, also generell, wie ja früher auch schon und in den Schulungen immer wieder erwähnt, gibt es ja erstmal überhaupt die Überlegungen, was mache ich im 3D und was mache ich im 2D sinnvollerweise. Manchmal kann man das nicht immer eindeutig beantworten, das hängt bestimmt auch von den Gegebenheiten in der jeweiligen Abteilung ab, wo man es geschickterweise macht. Hier, ich habe jetzt nochmal das Menü für die Callouts geöffnet und ich denke, hier sieht man schon ganz gut, dass man hier individuell auch einzelne Callouts ändern kann. Also das, mit dem Positionieren haben wir schon gesehen, wir können die Ziffern ändern, wir können hier unten auch die Pfeilspitzen ändern, jetzt zum Beispiel nur für das aktuelle Objekt. Können wir mal hier ausprobieren, dass wir hier jetzt mal den Punkt wegnehmen oder eben einen Pfeil dran machen. Also hier kann man durchaus individuell einzelne Callouts nachträglich umkonfigurieren. Also so habe ich jetzt die Frage verstanden. Man kann hier noch weitere Führungslinien mit dran machen oder löschen. Also ich denke, die Frage kann man mit Ja beantworten. Genau, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Ganze einzurichten, sprich nicht nur für ein oder mehrere Selektierte, das Ganze zu verändern Korrekt. nachträglich, sondern eben auch von vornherein da seine eigenen Einstellungen zu nutzen, damit die Beschriftungen so erscheinen, wie sie gewünscht sind. Das habe ich übrigens hier auch schon gemacht, weil die Grundeinstellung ist nicht dieser Punkt, dieser kleine Ball, sondern glaube ich ein Pfeil und mir gefällt das mit dem Punkt hier oder ohne besser. Also von daher war das hier sogar schon vorkonfiguriert. Genau. Gut, dann ich schaue auf die Zeit. Wir haben noch ein paar Fragen, bevor wir dann das Webinar schließen. Eine Frage zum Thema Exportieren von Dateien. Das hat sich, glaube ich, im Zuge der Funktion Exportieren als Illustration ergeben, diese Frage, ob auch Adobe-Formate exportiert werden können. Das SVG-Dateiformat als 2D Illustrationsformat ist sicherlich auch geeignet, um dann zum Beispiel in einem Adobe Illustrator geöffnet zu werden. Also das geht sicherlich. Das populäre Adobe-Format im Bereich technische Kommunikation ist aber dann ja sicher eher das 3D-PDF-Format. Ich weiß nicht, ob die Frage darauf abzielte. Da hat der Otto Salzer schon ganz kurz erwähnt, man kann U3D exportieren. Das ist das drei oder eines der 3D-Formate, die im PDF als 3D-PDF eingebettet werden können. Eine direkte 3D-PDF-Erstellung, wie sie im Deep Exploration CC angeboten wurde, ist momentan im XVL Studio 3D Cut Corel Edition nicht mit enthalten. Aber das ist ein Themenbereich, der momentan entwickelt wird. Da tut sich einiges in Kürze und vielleicht werden wir da im August in dem Zeitraum mit der ersten Aktualisierung von XVL Studio dann auch schon mehr zu zeigen haben zu diesem Thema 3D-PDF-Export. Kommt gerade noch ein Nachtrag zu der Frage, es geht um Adobe-native Formate. Es werden keine PSD, also Photoshop oder Adobe Illustrator-Dateien exportiert, aber wie gesagt, eigentlich ist es auch nicht unbedingt notwendig, wenn man betrachtet, welche Bearbeitungsschritte dann weiter damit erfolgen sollen. Die direkteste Verbindung besteht natürlich zu den Corel-Produkten. Anders würde es keinen Sinn machen, Vektorillustrationen in Richtung Corel Designer zu exportieren. Da kann man sie dann mit sämtlichen Vektorbearbeitungswerkzeugen weiter bearbeiten und das gleiche, wenn man Renderings, also Pixelbilder hier exportieren möchte, dann gibt es diesen Weg in Richtung Corel Photo Paint.
der dann im Hintergrund eine PNG-Datei an CorelPhotoPaint übergibt. Und PNG wäre eben auch so ein Format, was von Photoshop dann wieder ganz genauso bearbeitbar ist. Also da gibt es nicht unbedingt die Notwendigkeit, jetzt mehr native Dateiformate zu unterstützen. Noch eine andere Frage für dich, Otto. Letzte Minute, ganz kurz diese Frage. Gibt es Bemaßungsfunktionen im XVL Studio? Die Frage lässt sich einfach mit Ja beantworten, was das XVL Studio 3D Cut Corel Edition angeht, richtig? Genau, ich habe gerade das Menü hier geöffnet. Hier haben wir ähnlich wie in Deep Exploration auch die Möglichkeit der Bemaßung, wobei ich immer wieder dazu sage, in 3D was zu bemaßen, damit ich weiß, wie groß die Abstände sind, ist gut. Ob es jetzt für eine schöne Zeichnung ausreicht, im Deep Exploration würde ich es verneinen, da würde ich eher die Corel-Funktion nutzen. Hier denke ich, wird es ähnlich sein. Ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut, dass man, also wenn das Bemaßungen sind, die nachher auf der Illustration auftauchen, da bietet bestimmt X6 wesentlich mehr Möglichkeiten, wenn es darum zu geht, für meine Dokumentation schnell mal was hier rauszumessen, dann kann man das hier natürlich auch. Sehr guter Tipp. Das denke ich, ist dann auch eine gute Überleitung zu unserer Schlussinfo, denn was dann Bemaßungsfunktionen im Corel Designer auf der 2D-Seite in Illustrationen angeht, dafür ist das Webinar in 2 Wochen dann bestens geeignet. Hier nochmal die Einladung, wenn Sie es noch nicht getan haben, sich zu registrieren für die kommenden Webinare. Der nächste Termin in 2 Wochen, auch wieder am Freitag, den 21. Juni um 10 Uhr, dann mit Marco Jänicke, mehr zum Thema Corel Designer, Illustrationsfunktionen, technische Illustrationen mit den neuen Funktionen, die im Corel Designer X6 enthalten sind. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Otto Salzer für diese sehr interessante Präsentation. Ich hoffe, Sie haben da auch viele wertvolle Informationen rausziehen können aus der Vorstellung vom XVL Studio 3D Cut Corel Edition. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.